Hallo und willkommen bei AlgebraBa. In diesem Video gucken wir uns die LR-Zerlegung an, da die nicht immer funktioniert. Selbst wenn a invertierbar ist, müssen wir hier permutieren. Dadurch, dass wir permutieren, kann es eventuell verschiedene Lösungen geben. Aber wenn wir erstmal permutiert haben, also PA als eine Matrix betrachten, dann ist die Zerlegung eindeutig. Wir beginnen mit der Matrix A. 0, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 0. Wichtig hier jetzt noch, wir markieren uns hier die entsprechenden Zeilen, also erste, zweite, dritte Zeile. Gut, weil wir eben gesagt haben, wir müssen hier gegebenenfalls permutieren und Nullen auf der Diagonale sind sehr unschön, wählen wir einfach die Permutation, dass wir sagen, okay, wir tauschen die Zeilen um, die dritte kommt nach oben. Die erste kommt in die Mitte, weil wir die 0 dort eh vorne brauchen und dann die zweite nach ganz unten. Das heißt, wir haben jetzt die Matrix 2, 1, 0, 0, 2, 2 und ganz unten haben wir dann 1, 2, 1. Okay, und jetzt werden wir die einfach in Gauss-Form bringen, das heißt eine obere Dreiecksmatrix produzieren. Wie machen wir das? Naja, als erstes ziehen wir hier von der letzten mal 1/2 mal die erste ab. Dann haben wir hier 1 minus 1 im vorderen Eintrag und bekommen dementsprechend da eine 0. Das heißt, wir haben hier 2, 1, 0, 0, 2, 2. Und jetzt müssen wir kurz gucken, was passiert hier. Naja, 1/2 mal 2 ist 1, das ist negativ und plus 1 ist die 0, die wir haben wollten. Und dann haben wir noch 2 minus 1/2, also 3/2 und das hinten bleibt unverändert. Und unverändert bleiben natürlich auch unsere Zeilennummerierungen. Gut, als nächsten Schritt wollen wir jetzt noch diese 3/2 loswerden und dafür subtrahieren wir einfach 3/4 mal die zweite Zeile. Würden wir die erste nehmen, wäre das ungünstig, weil dann würden wir wieder einen Eintrag vorne produzieren in der unteren Zeile. Okay, was passiert? Die oberen bleiben unverändert. Die 0 hier bleibt auch unverändert. Okay, und jetzt haben wir 2 mal minus 3/4 ist minus 3/2. Plus 3/2 gibt hier diese 0. Und dann haben wir noch 2 mal minus 3/4 ist wieder minus 3/2. Aber plus 1 gibt dann nur minus 1/2. Und wir sehen, wir haben jetzt schon mal eine obere Dreiecksmatrix erreicht. Das ist auch schon direkt unsere Matrix R. Jetzt ist nur noch die Frage, wo kommen die anderen her? Und die haben wir indirekt tatsächlich schon. Denn L, wir wissen, okay, wir haben hier Einsen auf der Diagonale und hier sind Nullen, weil es ja eine untere Dreiecksmatrix ist. Aber wo kommen jetzt die anderen Einträge her? Naja, die anderen Einträge, die haben wir schon. Einer ist direkt 0, weil hier eine 0 steht, so mussten wir halt nichts weiter tun. Der andere ist 1/2, weil wir 1/2 brauchten, also als Vorfaktor für diese Zeilenaddition, damit wir dort unten die 1 wegkriegen. Und dann noch 3/4 an dieser Stelle, weil wir das dort gebraucht haben. Das heißt, L haben wir auch schon. Und jetzt müssten wir nur noch P ablesen. Und das tun wir, indem wir uns einfach das hier angucken. Denn wir haben hier ja gesagt, was wir zwischendurch gemacht haben. Also quasi, wir müssen eigentlich nur hier diesen Weg beschreiben mit P. Also wie sind wir von A auf diese Matrix gekommen, die wir dann letztlich bearbeitet haben. Naja, und dafür haben wir gesagt, okay, die dritte Zeile, die kommt nach oben, also ist der erster Eintrag, der 1 ist in der ersten Zeile ganz hinten, die erste Zeile kommt in die zweite und die zweite in die dritte. Und damit haben wir schon alle Matrizen, die wir brauchen. Wir können auch noch einmal als Probe ganz kurz das nachrechnen, dass das auch wirklich stimmt. Wir haben P mal A, das ist einfach nur Permutieren von A. Das heißt, die erste Zeile kommt in die dritte, also 0, 2, 2, dann die erste Zeile kommt in die zweite, 0, 2, 2. Die zweite Zeile kommt in die dritte, also
1, 2, 1 und die unterste Zeile kommt nach oben, 2, 1, 0. Gut, ist das aber auch identisch zu L mal R. Und das rechnen wir jetzt einfach kurz nach. Als L hatten wir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 halb, 3 Viertel, 1 mal eben die andere Matrix, die war ja gerade 2, 1, 0, 0, 2, 2 und 0, 0, minus 1 halb. Viel zu rechnen gibt es hier im Grunde genommen nicht, weil wir haben hier ja immer Zeile mal Spalte, also 1, 0, 0 mal die ersten drei Spalten hier und wir sehen, okay, es wird immer nur der oberste Eintrag quasi notiert, weil danach kommen ja nur noch Nullen. Das heißt, wir haben hier schon mal 2, 1, 0. Das gleiche Spiel mit der zweiten Zeile, weil wir haben ja hier nur die mittlere 1, das heißt, die schneidet genau die zweite Zeile hinten aus. Das heißt, hier haben wir 0, 2, 2 und wirklich ja, überlegen, was da passiert, müssten wir jetzt bei der anderen. Da haben wir 1 halb mal 2 ist 1, ansonsten kommen da ja nur noch Nullen. Dann 3 Viertel mal 1 ist eben gerade, Moment, 1 halb mal 1 ist 1 halb und dann 3 Viertel mal 2 sind 3 halbe, also 1 halb plus 3 halbe sind 4 halbe, also 2. Und dann haben wir in der letzten Spalte noch 3 Viertel mal 2 ist wieder 3 halbe. Minus 1 mal 1 halb ist minus 1 halb, also 3 halbe minus 1 halb ist 2 halbe, also 1. Und wir sehen, es kommt tatsächlich PA raus. Also haben wir PA ist gerade L mal R. Und für dieses P gibt es auch nur diese eine Zerlegung. Gut, das war's auch schon. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt die gerne einfach in die Kommentare. Und ansonsten viel Erfolg bei der Klausur. Macht's gut, ciao.